Hi, Thorsten hier. Seit einigen Wochen bin ich schon auf der Suche nach einem leichten, kleinen und kompakten Stativ, welches ich neben meinem eigentlichen Stativ immer mit mir führen kann. Und da kam es mir doch wie gelegen, dass mich KNF Konzept angeschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich denn ein Stativ testen will. Und hier ist das Stativ. Und ob das tatsächlich so ist, wie ich mir das erhofft habe und ob das für Wildlife geeignet ist, das klären wir in diesem Video. Klein und kompakt ist das Stativ allemal. So in diesem Zustand 49 cm, gerade mal 1,3 Kilo schwer. Carbon verstärktes Material. Wir haben hier 5 ausziehbare Teile an jedem Bein und in der Mitte nochmal eine Mittelsäule, mit der man dann sozusagen das Stativ ausfahren kann oder beziehungsweise die Mittelsäule nochmal ausfahren kann. Rein vom Gewicht her und rein von der Größe ist das für mich total geeignet und total super. Ich finde es total leicht und wenn ich da meine anderen Stative anschaue, die wiegen natürlich bei Weitem mehr und sind auch viel, viel größer. Von der Stabilität müssen wir mal schauen, ob denn diese ja dünnen Beine, so nenne ich sie jetzt mal, tatsächlich die von KNF Konzept empfohlenen 15 Kilo schaffen können. Das Stativ selber, das ist jetzt sozusagen das A255C2 und hier ist ein 35 mm Stativkopf drauf, der aus Metall gefertigt ist. Das Stativ selber ist ja aus meiner Sicht hochwertig gefertigt, also es fühlt sich hochwertig an. Da klappert und wackelt jetzt erstmal nichts, außer ein paar kleine Stellen, da komme ich dann später noch dazu. Und ansonsten fühlt sich das wirklich sehr hochwertig an. Fangen wir mal mit den allgemeinen Sachen an dem Stativ. Also wie gesagt, das ist ein Dreibein-Stativ. Man kann ein Stativbein auch abnehmen und kann das dann als Monopod verwenden, indem man dann sozusagen dann den Kugelkopf direkt auf dieses eine Stativbein setzt. Ansonsten die minimale Höhe, die hier angegeben ist, sind 48 cm und die maximale Höhe im ausgefahrenen Zustand 1,56 m. 1,56 m ist jetzt nicht ganz so viel, aber wir gucken uns das dann gleich mal an, wenn man dann da steht. Ja, für mich ist das eine brauchbare Höhe. Zum Stativkopf selbst, wie vorhin schon gesagt, wir haben hier einen Metallstativkopf mit einem Durchmesser von 35 mm. Der ist ein bisschen größer, als man das sonst von diesen KNF-Konzept-Stativen kennt. Man hat hier zusätzlich noch eine Panoramaskale, wo man dann sozusagen auch den Stativkopf in Panoramarichtung verdrehen kann. Laut KNF-Konzept soll das ja ziemlich smooth gehen. Wenn ich jetzt hier schon drehe, merke ich natürlich dort verschiedenste Widerstände. Also ganz so smooth, wie das angegeben ist, geht es dann natürlich nicht. Wahrscheinlich muss man es dann ganz locker drehen. Aber ja, das ist ein bisschen gedämpft. Ja, den Stativkopf selber, den Kugelkopf, den kann man hier mit dieser Verriegelung hier, kann man dann fest und locker drehen. Man kann den jetzt natürlich nicht so feststellen, wie man das von hochwertigeren Stativen kennt, dass man hier sozusagen die Arretierung ja feinfühlig einstellen kann, um eben die Stärke der Drehbewegung entsprechend einzustellen. Das ist hier nach meiner Ansicht nicht hundertprozentig möglich. Gut ist es auch, dass man diesen Drehknopf hier per Rausziehen und Drehen ja sozusagen auch anders einstellen kann, weil wenn er hier nach oben steht, da seht ihr ja selber schon, dann schlägt hier natürlich unter Umständen der Stativkopf hier oben an. Der Stativkopf selber ist hier, oder die Platte hier oben, das ist eine AK Swiss kompatible Platte, die hier oben drauf ist. Und wir haben hier eine Libelle, wo wir das sozusagen in Waage bringen können. Was ich jetzt nicht so gut finde, ist, wenn wir hier den Stativkopf selber oder die Platte in Waage gebracht haben, dann nützt uns natürlich hier unten die Panoramafunktion nicht mehr so viel, wenn das Stativ selbst nicht gerade steht. Dann hätte ich mir natürlich am Stativ vielleicht noch eine Libelle gewünscht, die mir dann anzeigt, ob das Stativ
wirklich gerade steht, damit ich die Panoramafunktion des Stativs wirklich gut nutzen kann. Oder ich hätte mir das gewünscht, wie ich das von anderen Stativen kenne, dass direkt hier oben unter der Befestigung der AK-Swiss-Platte da nochmal eine Panoramafunktion vorhanden ist. So könnte ich sozusagen den Kopf in Waage bringen und dann sozusagen die Panoramafunktion anwenden. Das geht hier an dem Stativ nicht. Ja, ansonsten die Beine, die lassen sich hier ja verstellen, nach außen klappen. Wir haben hier solche Klemmen, die nach K&F-Konzeptmanier ein bisschen klapprig sind. Klapprig aus dem Grund, also ich habe da auch schon andere Stative von K&F-Konzept, da sind die mittlerweile nach einem Jahr schon so klapprig, dass man Angst hat, dass die rausfallen. Die fühlen sich jetzt natürlich so an, als wären sie noch fest, aber es klappert schon ein bisschen. Es fühlt sich jetzt diese Verstellung hier oben nicht ganz so hochwertig an, wie eigentlich der Rest des Statives. Da hätte man noch mal ein bisschen nachlegen können. An den Stativfüßen hier unten, die Füße, die kann man auch abschrauben. Ich hatte ganz am Anfang, als es bei mir angekommen ist, da habe ich das rausgeholt und habe gedacht, ja Mann, das klappert aber, warum klappert denn das so? Also das kann man ja gar nicht verwenden, so wie das klappert. Das hat sich am Anfang tatsächlich billig angefühlt, weil es geklappert hat. Am Ende war es tatsächlich so gewesen, beim Transport wahrscheinlich oder schon bei der Produktion, beim Einpacken, die Füße hier unten, die waren locker gedreht. Und dann klappert natürlich das ganze Stativ, hat man das hier festgedreht. Das Einzige, was dann noch klappert, sind hier tatsächlich hier oben diese Verschlüsse. Beziehungsweise hier drin befindet sich noch so eine Feder hier, das zeige ich dann noch kurz, wie man hier sozusagen die Mittelsäule ausfährt. Das klappert ein bisschen, aber ansonsten ist das gut. Ja, hier an der Seite haben wir dann noch so eine Moosgummibeschichtung. Das ist auch dieses eine Bein, was wir dann sozusagen abschrauben können, um das dann sozusagen als Einbeinstativ zu verwenden, das Ganze. Das Einbeinstativ selber, wenn wir das jetzt hier als Einbeinstativ nutzen, ich mache das mal kurz. Ja, wir sehen schon, das Abschrauben, das gestaltet sich gerade ein bisschen schwierig, wenn man das nur so weit ausklappt, weil man mit der Hand ja dann hier an der Mittelsäule anstößt. Also man muss das dann schon weiter ausklappen, damit man dann hier sozusagen das Bein dann entsprechend abschrauben kann. Genau. Und wir haben dann hier sozusagen ja so eine Führungsmutter, wo wir dann sozusagen die Platte oder den Stativkopf entsprechend anschrauben können. Ihr seht schon gerade, wie ich das hier abschraube. Und dann können wir das hier anschrauben und die Höhe sind jetzt 47 cm und wenn es ausgefahren ist, ihr seht, wie schnell das geht. Also das ist total super und fühlt sich auch ja ziemlich gut und ja auch stabil an. Jetzt wackelt hier gar nichts mehr. Dann haben wir hier eine Höhe von 1,40 cm. Ja, ihr seht es gar nicht mehr, da bin ich voll aus dem Bild raus. Aber das gucken wir uns dann gleich nochmal an. 1,40 cm ist die Höhe des Einbeinstativs. Ja, eins noch zum Kugelkopf. Der Kugelkopf, der hier oben drauf ist, da wird angegeben, dass der eine Traglast von 15 Kilo hat. Insgesamt wird angegeben, dass das Stativ eine Traglast von 15 Kilo aushalten kann. Ich habe jetzt natürlich nicht probiert, 15 Kilo da drauf zu packen, sondern ich habe einfach mal ja, meine Kamera mit meinem Objektiv da drauf geschraubt. Das sind vielleicht 2,5 bis 3 Kilo und wir gucken da einfach mal, wie sich das letztendlich anfühlt und ob denn 15 Kilo aus meiner Sicht tatsächlich hier ja, machbar wären. Also ich habe das jetzt mal hier alles so zusammengebaut und wenn wir hier sehen und ich hier mal so ein bisschen dran wackelt, dann merkt man schon, ja, ganz so stabil ist es ja doch nicht. Auch wenn das verstärktes Carbonmaterial ist, dann trotzdem aufgrund dieser dünnen Beine haben wir hier natürlich verschiedenste Vibrationen drin.
Also ist es ganz wichtig, bei dem Stativ sich wirklich auf einen festen, dass man auf einem festen Untergrund steht. Jetzt nicht gerade auf irgendwelche Brücken, wo viele Leute vorbeikommen, weil dann kann sich die Vibration natürlich ungehindert hier auf das Stativ übertragen. Das ist natürlich bei anderen Stativen genauso. Aber hier, wir sehen schon, das schwingt ganz schön nach. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen nachteilig an der ganzen Geschichte. Also das sind jetzt vielleicht gerade mal 2,5 Kilo, wenn es überhaupt so viel sind. Vielleicht sind es auch nur 2 Kilo. Ich habe jetzt gar nicht gemessen, wie viel Kilo das jetzt wirklich sind. Aber wir sehen, ja, das ist ganz schön wackelig. Und wenn ich jetzt noch die Mittelsäule ausfahre, um auf die 157 cm zu kommen. Wir sehen schon hier, ich kann das hier mit dieser Arretierungsschraube hier lösen und kann dann sozusagen die Mittelsäule nach oben fahren. Und dann habe ich hier natürlich die Mittelsäule noch. Und ja, das ist jetzt alles andere als stabil, ne? Also dafür ist es jetzt wahrscheinlich nicht geeignet. Jetzt gucken wir mal, wie sich hier sozusagen der Kugelkopf bewährt. Also hier, wie gesagt, da muss man ganz schön fummelig probieren, so dass der Kugelkopf dann auch die entsprechende Haltung einnehmen kann und nicht von alleine sich bewegt oder runterkippt. Im Zweifelsfall muss man das dann immer wieder feststellen. Das geht aber mit dieser Schraube ziemlich schnell, dass man dann festgedreht hat. Ja, wenn ich das in Waage gebracht habe hier oben, das kann man ja hier oben schön sehen, dann könnte ich theoretisch ja die Panoramafunktion nutzen, aber was nützt mir die Panoramafunktion, wenn ich jetzt hier drehe und mein Stativ steht auf dem Boden gar nicht gerade. Also die Panoramafunktion, muss ich ganz ehrlich sagen, ist an dem Stativ ja schön, dass sie da ist, aber man kann sie nicht wirklich einsetzen. Besser wäre es, wenn man sozusagen den Stativkopf per Panoramafunktion entsprechend bewegen könnte. Ja, zum Feststellen der Panoramafunktion haben wir hier natürlich auch noch so eine Feststellschraube. Mit der können wir dann sozusagen das entsprechend feststellen, dass sich da auch nichts bewegt und nichts dreht. Ich sag mal so, für leichte, kleine Bewegungen mag das allemal gehen. Aber ich sag mal, wenn man jetzt wirklich den Horizont abfilmen will, also als Filmstativ nicht wirklich geeignet, als Standfilmstativ ja, dafür will ich sie auch einsetzen, aber als reines Filmstativ, wo man auch gutes Schwenks machen kann, dann nehmt lieber ein anderes. Zur Mittelsäule. Also die Mittelsäule, das ist hier ein Metall, ziemlich robust und stabil. Hier an der Seite kann man dann sozusagen eine Arretierungsschraube lösen und kann hier ja, die Mittelsäule ausfahren. Man hat hier unten nochmal ja, so eine Sperre, dass das nicht von alleine hier rausrutschen kann. Man kann hier sozusagen auch die Mittelsäule komplett entfernen und könnte die dann sozusagen verkehrt herum hier reinstecken, um das dann wieder zu arretieren. Ihr seht schon, das ist gerade ein bisschen fummelig, ja, weil ich hier diese den Sicherungsbolzen hier reindrücken muss. Ja, mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme hier. Ja, so, und dann kann man das hier wieder feststellen. Und dann kann man theoretisch ja bodennah die Kamera über Kopf, kann man dann sozusagen bodennah die Kamera positionieren. Das finde ich jetzt persönlich nicht so gut, weil ich mache das in der Regel sowieso nie. Sondern für mich wäre es total super, wenn man das Stativ wirklich bodennah machen kann. Und wenn wir jetzt mal das Stativ hier komplett ausklappen, bis an die letzte Arretierung, dann sehen wir, ja Moment mal, das wäre doch ein super flaches Stativ. Und das würde mir total super gefallen. Also das ist wirklich extrem gut und flach. Und ja, und jetzt, was machen wir mit der Mittelsäule? Die Mittelsäule steckt man hier rein. Ja, und wie tief kommen wir da? So tief, das war's. Das heißt, hier oben an der Mittelsäule, das sind mindestens 20 cm zu viel. Oder? Toll wäre es natürlich gewesen, man hätte noch eine kurze Mittelsäule mitgegeben, mit der man dann tatsächlich ja, so tief auf den Boden kann. Weil wir gucken uns das mal an. Wenn ich jetzt hier die Mittelsäule abschraube und die jetzt hier mal drauf setze, das wäre doch super ideal.
Das wäre extrem super ideal, ein total kleines Stativ. Hier unten könnte man jetzt natürlich noch sich selbst behelfen und könnte hier ja mit einer Mutter oder mit einer Schraube das noch entsprechend hier festzurren. Das werde ich wahrscheinlich auch machen, weil diese Mittelsäule, die brauche ich nicht, die kann weg. Ja, aber so ist es total super und so würde mir das Stativ extrem viel mehr Spaß machen als mit dieser, sag mal, hässlichen Mittelsäule. Ich habe jetzt mal bei K&F Concept auf die Webseite geschaut, ob es denn hier ja noch eine Alternative einer kurzen Mittelsäule gibt. Die muss ja gar nicht lang sein, vielleicht 3-4 cm. Da würden hier völlig ausreichen, um dann sozusagen das Stativ auf diese Höhe tatsächlich bodennah zu bekommen. Und dann wäre das ideal, wirklich ideal. Schade, dass es nicht so ist. Aber vielleicht wird K&F Concept entsprechend nochmal eine kürzere Mittelsäule zur Verfügung stellen. Ich meine, das sollte ja kein Problem sein. Alternative dazu ist natürlich, man kann die Mittelsäule auch selbst absägen. Das ist ja Metall. Und dann unten ein bisschen abdichten, so dass es wieder schön aussieht. Und schon ist das ein super Stativ, was man auch gut einsetzen kann. Also zumindest aus meiner Sicht. Ich habe jetzt natürlich die Mittelsäule erstmal wieder rangemacht, sonst verliere ich den Kopf. Also ganz weg kann es dann doch nicht. Ich werde das wahrscheinlich hier abschneiden, so dass die Mittelsäule ja viel kürzer ist und nicht im Weg ist. So hoch, 157 cm, fotografiere ich oder filme ich in der Regel sowieso nicht. Und das soll ja auch nur mein Zweitstativ sein. Das heißt, mein Hauptstativ, das Tink-Teak, das habe ich natürlich immer mit dabei. Das Stativ bekommt ihr natürlich noch in so einer Tasche geliefert. Die Tasche, die ist auch wasserfest und da habt ihr also einen Trageriemen noch drin. Ich selber brauche die Tasche nicht. Ich werde die jetzt kaum benutzen oder eigentlich nie benutzen. Es sei denn, ich will ja da sozusagen das Stativ ja etwas sicherer transportieren, wenn ich das nicht gerade am Rucksack hänge. Ansonsten ist die Tasche mir zu viel, weil das Stativ selber, das ist ja so klein und kompakt, das kann man schön in die Seite im Rucksack reinstecken. Und aufgrund des Gewichtes nimmt es natürlich kaum oder macht sich das ja kaum bemerkbar. Was sind jetzt die Nachteile dieses Statives? Also die Nachteile, der größte Nachteil, wie schon gesagt, ist hier diese Mittelsäule. Die könnte echt kürzer sein oder für diejenigen, die vielleicht eine lange Mittelsäule benötigen, die sollen das auch so haben. Aber super wäre es natürlich, wenn man da noch ein kurzes Stück mit dabei hätte. Es ist ja gar kein Problem, das abzuschrauben, anzuschrauben, so ein kurzes Stück daran zu machen. Und man kommt dann extrem tief mit dem Stativ. Diese Tiefe, die wird jetzt sozusagen ja weggenommen, indem man hier sozusagen die Mindesthöhe dieser Mittelsäule halt immer hat. Die kann man halt nicht einfach so wegmachen. Weiterhin nachteilig ist es natürlich, dass das hier ein bisschen klappert. Gerade in der Wildlife-Fotografie sind natürlich Geräusche immer schlecht. Und wenn das da so klappert, ist das natürlich nicht so gut. Was ist auch nicht so gut? Ja, die Feststellung hier, wir hatten schon mal drüber gesprochen, die Feststellung des Kugelkopfes, die kann man halt nicht so fein einstellen, wie man das gerne möchte. Ja, das ist eine Übungssache. Jeder mag das halt ein bisschen anders. Der eine stellt es locker und will sofort alles bewegen können. Der andere, der mag das halt, dass die Kamera noch ein bisschen dann in dieser Richtung, in der ich sie gedreht habe, dann bleibt mit dem Kugelkopf. Vorteil ist natürlich, der Kugelkopf ist etwas größer als herkömmlich bei K&F Concept und da hat er natürlich von sich aus schon mehr Stabilität. Ja, was ist noch nachteilig? Ja, die einzelnen Farbabschnitte hier. Also in der Wildlife-Fotografie, da wollen wir natürlich keine leuchtenden Farben haben. Auch wenn das hier total super aussieht und technisch aussieht, rein von den Farben her ist das aus meiner Sicht jetzt für Wildlife nicht ganz so geeignet. Es lässt sich auch schwer abtarnen, weil die Farbelemente ja sehr dünn sind. In den Kugelkopf können wir sowieso nicht abtarnen. Was wir machen können, ist natürlich ja so ein Schal oder irgendwelche anderen Tarnnetze davor zu hängen, so dass man das nicht sieht. Und jetzt kommen wir zu den Vorteilen. Also die Vorteile. Wie schon gesagt, ich bin echt begeistert von der Größe. Also das heißt, es ist wirklich extrem schön klein. Das kann man überall mitnehmen. Das wiegt nicht viel. 1,3 Kilo, das ist wirklich nicht viel.
Und von der Verarbeitung abgesehen, dass es hier halt ein bisschen klappert, finde ich das auch ganz gut. Man sollte natürlich auch noch aufpassen, fällt mir gerade ein, dass sich die Füße nicht lockern. Mir ist das schon mal passiert. Also ich habe das Stativ jetzt ca. 2 Wochen. Und in den 2 Wochen ist es mir schon passiert, dass sich die Füße gelockert haben. Zum Glück habe ich das gemerkt, nicht, dass dann die Füße weg sind. Die hätte man auch fest integrieren können, weil ich habe jetzt auch keine Spikes gefunden dafür, die man dann alternativ zu den Gummifüßen da anschrauben kann. Was ist noch vorteilhaft? Ja, wir haben hier solche kleinen Schräubchen oder sag ich mal Gewindelöcher, wo wir verschiedenste Dinge anschrauben können. Das ist jetzt aus meiner Sicht aber kein Standardgewinde. Von daher wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, dort verschiedenste Dinge anzuschrauben, zumal man hier auch keinen Schutz vor Verdrehen hat. Also von daher ist zwar gut, dass es da ist, aber ich brauche das jetzt zum Beispiel nicht. Rein zum Fotografieren ist das Stativ natürlich viel besser geeignet. Also wenn man da jetzt nicht unbedingt in Wald, als Wildlife-Fotograf im Wald unterwegs ist und sich nicht unbedingt abtarnen muss, ist es natürlich ein super Stativ, weil man das einfach mal mitnehmen kann. Selbst wenn man da, sag ich mal, eine Wanderung macht und sowieso nicht einen großen Rucksack mitnehmen will, dann nimmt man einfach das kleine Stativ mit. Wie gesagt, das wiegt nicht so viel und da ist es total super. Es hat auch die nötige Stabilität für kleinere Kameras, die jetzt vielleicht nicht ganz so schwer sind. Wenn man natürlich dann darauf achtet, dass man unter Umständen vielleicht nicht unbedingt die Beine ganz weit ausfährt, wenn es nicht notwendig ist, oder halt den entsprechenden Abstand hält, damit die Vibrationen dann sozusagen nicht übertragen werden, ist das ein super Stativ. Ach so, eins noch, hier unten an der Mittelsäule, da kann man natürlich auch noch was ranhängen. Dieser Haken hier, der ist aus Plastik. Wie lange der jetzt tatsächlich hält, kann ich nicht sagen. Also, aber der sieht aber dennoch relativ stabil aus. Ich packe euch mal unten in die Beschreibung die Links zu diesem Stativ rein, wo ihr das käuflich erwerben könnt. Aktuell bei Amazon kostet das ca. 210 Euro, dieses Stativ. Als Prime-Mitglied habt ihr dort noch zurzeit einen Prime-Vorteil. Da bekommt ihr das Stativ für 168 Euro. Wenn ihr das direkt auf der K&F Konzeptseite kauft, dann kostet 168 Euro. Und wenn ihr dort noch einen Rabattgutschein anwendet, von 10%, dann seid ihr ungefähr bei 153 Euro. Ihr müsst natürlich bedenken, die Ware K&F Concept kommt aus China. Da kann unter Umständen auch noch ein bisschen Zoll mit drauf kommen. Ich weiß nicht, ob der Zoll da schon mit in den Preis inbegriffen ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ihr müsst, wenn ihr das natürlich aus dem Ausland nach Deutschland euch liefern lasst, auch mit den entsprechenden Zoll rechnen. Ja, abschließend kann ich nur sagen, super Stativ, super leicht, super kompakt und das wird auf jeden Fall mein allerliebstes Zweitstativ werden. Ich werde das Stativ natürlich auch teilweise als Erststativ einsetzen, nämlich wenn ich unterwegs bin und nicht den großen Rucksack mit dabei habe, vielleicht mit einer kleineren Fotoausrüstung, dann habe ich natürlich auch ein kleineres Stativ. Dafür ist das super geeignet. Was ich natürlich noch machen werde, ist hier das Manko mit dieser Mittelsäule lösen, weil so wie das hier ist, gefällt mir das nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Review zu diesem kleinen, kompakten und sehr leichten Stativ gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir da gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was diesen Kanal betrifft. Ihr könnt mir natürlich auch auf Instagram folgen. Mein Kürzel ist ebenfalls Thorsten's Nature. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.